Herzlich willkommen bei Nie TV. Ich bin hier wieder in einer wunderbaren, schönen Umgebung, mitten ins Grüne. Man könnte sagen, eine verschlafene Welt. Was will uns diese verschlafene Welt zeigen oder was zeigt sie uns schon seit Tausende von Jahren? Wenn wir uns umschauen, sehen wir Bäume, die schon ziemlich alt sind. Wenn wir ganz in die Tiefe schauen, sehen wir Häuser. Häuser, die vor einer Ewigkeit gebaut worden sind. Aber ich würde sagen, die Häuser stehen länger. Wir leben in einer Welt heute, nicht nur in einer globalen Welt, sondern jeder in seiner eigenen Welt. Und ich als Familienaufsteller, als Psychotherapeut, als Psychologe oder wie man das immer alle auch nennen mag, der Menschen begleitet schon seit sehr langer Zeit. Und wenn er mit den Menschen spricht, ist jede Welt nicht in Ordnung oder nur teilweise. Auch ganz viel in der Paarbeziehung stimmt nicht. Oft stimmt die Konstellation von den Menschen, Mann, Frau. Und was dazu kommt, ist das Schöne, in Anführungsstrichen, die Kinder. Oft monieren sie, das heißt, gehen fallen aus Ruder hinaus, werden auffällig. Als Eltern ärgert man sich. Ich habe da extra ein bisschen Probleme mit, weil ich es sage, weil es auch so ist. Denn möchte man eine heile Welt haben mit seinen Kindern. Und diese heile Welt zerbröckelt ganz langsam, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und dann fragt man, warum kann es nicht funktionieren? Und es kann nicht funktionieren aus einem ganz einfachen Grunde. Weil es in allen Welten da ist. Ob es in der Familienwelt, in der Paarbeziehungswelt ist, in allen Welten. Wir verurteilen unsere Welt. Wir verurteilen unsere Welt so, dass sie nicht mehr funktioniert. Und auch nicht mehr funktionieren kann. Weil, was wir verurteilen, verliert seinen Zauber. Und wenn ich meinen Anspruch stelle auf einer wunderbaren Hochglanzwelt, die ich nicht erfüllen kann, ich persönlich, als Mensch, als Mann, als Frau, geht dieses in die Brüche. Dann möchten die meisten Menschen vordergründig etwas verändern. Ja, ich tue ja, ich mach mal. Kannst du mir ein Rezept geben? Ein Rezept dafür, wie kann ich glücklich werden? Aber in Wirklichkeit ist das Rezept tief in dir. Das heißt, du musst es wirklich wollen, aus deinem tiefsten Herzen heraus. Und wenn du es das nicht kannst, wird deine Welt auch nie die werden, die du gerne haben möchtest. Weil es liegt immer nur an dich ganz persönlich. Und das möchten die meisten Menschen nicht Wort haben. An mich, ich bin doch gut genug, ich tue doch alles. Tust du wirklich alles für diese heile Welt? Bist du dir sicher? Schau doch mal so in die Tiefe. Schau doch mal so in das Schöne hinein. Es ruht in sich. Es ruht in sich, weil es in sich stimmig ist. Und wenn du in dich wirklich hineinspürst, ist es in dir wirklich stimmig? Und du musstest zu einem Ergebnis kommen, was du dich gerne aufrechterhalten möchtest. Nein, es ist nicht. Weil du es verurteilst. Gibt es schöne und unschöne Dinge? Nein, gibt es nicht. Es gibt nämlich nur schöne Dinge. Nämlich du meinst, das, was wäre, müsste noch schöner sein. Was der liebe Gott geschaffen hat, oder das Universum, oder wie du es nennen möchtest, ist in sich einfach schön. Und das darfst du nicht vergessen. Und du bist ebenso auch schön. Aber du musst aufhören, dich und deine Menschen um dich herum zu verurteilen. Und das wird bei uns immer ganz super gemacht. Es werden sogar Anleitungen gegeben. Du brauchst nur die Medien offen machen. Du brauchst ins Fernsehen hineingehen. Du brauchst in Facebook, in YouTube, in Instagram und was alles hier Portale geht, hineingehen. Da wird verurteilt. Nämlich der eine möchte schöner sein wie der andere.
Der eine möchte eine schönere Welt haben wie der andere. Und was für eine Welt hast du? Du hast eine schöne Welt. Auch wenn du nicht viel hast, ist das viel alles. Und solange du dieses nicht wertschätzt, wie solltest du zu mehr kommen? Das kannst du doch gar nicht. So innen wie außen heißt es so schön. Das heißt, wenn du nach innen gehst und deine Welt annimmst, wie sie ist, hast du ein Pardon? Sie anzunehmen, sie umzusetzen. Erst dann kannst du weitergehen. Dein Lehrer ist auch nur mit dir weitergegangen, wenn du 2x2 konntest. Nämlich ohne 2x2 war das 3x3 witzlos. Und so könnten wir es potenzieren auf ganz viele andere Dinge. Versuche doch mal, mit dir wirklich in Frieden und Einklang zu kommen. Versuche doch mal selber, dich zu lieben. Wenn du guckst in die Natur, ich finde sie einfach wunderbar. Wenn ich hineingucke, schau dir mal diesen Weg an. Es kann dein Weg sein. Dein Weg in deiner ganz persönlichen Freiheit. Aber du musst dich erst selbst ernst nehmen. Ernst nehmen bis tief ins Mark. So ernst, dass du wirklich weißt, wer du bist. Und dass du weißt, dass du alle, ich sage es mal, Lächerlichkeiten, alles selbstbelogene Dinge, die du mit dir selber anstellst, aufhörst. Dass du den wirklich wahren Kern erkennst. Ich will dir mal erzählen, das, was du alles so denkst. Ich spreche jetzt über die eine Seite. Das ist die Robert-Seite, die Robert-Gerhard-Seite, die konditionierte Seite, die aus seinem Erfahrungsschatz spricht. Nämlich das Wesentliche liegt auf der anderen, auf der Herzseite, auf der tiefen Seite, auf der Seite des Unbewussten. Nämlich unbewusst erschaffen wir unsere Welt. Bewusst, sag ich mal brutal, verleugnen wir sie, verfluchen wir sie und lehnen sie ab. Wenn du mit diesem hier in Einklang gehen kannst, mit dir und dem, schau mal einen ganz kleinen Moment, oder hör mal einen ganz kleinen Moment in die Stille hinein. Du hörst ein Flugzeug, du hörst Stimmen, du hörst viele kleine Dinge. Und wenn du in dir still wirst, wenn du deinen Kopf ausschaltest, deine ewigen Gedanken, hörst du eben sowas. Es war kein Flugzeug, aber eine Stimme, eine leise Stimme, die dir sagt, wach auf und komm. Komm in deiner wirklichen inneren Welt an. Und verändere deine Welt nach dem, wie du sie haben möchtest. Aber nur für dich. Für nichts anderes. Nicht für deinen Mann, nicht für deine Frau, nicht für deine Kinder, nicht für deine Eltern, nicht für deine Freunde. Für dich ganz alleine. Sei deine Freundin. Sei dein Freund. Sei dein bester Freund. Und tu was für dich. Auch wenn es hier gerade im Moment ziemlich chaotisch sich anhört, wie soll ich was für mich tun? Du bist ständig bei dir, in dir und mit dir. Und wenn du dieses begreifst, dann begreifst du die Welt. Dann begreifst du, dass es eine Welt ist mit 83 Millionen verschiedenen Welten. Und das ist nur diese Welt hier in Deutschland. Und ab November sollen wir eine Welt haben von 8 Milliarden auf dieser Erde. Und wenn wir noch weiter hineingehen, haben wir eine Welt, die im Universum unzählbar ist. Und das ist gerade schön. Hier fährt gerade ein schönes Schiff vorbei. Ich kann es gerade mit der Kamera nicht einfangen, aber ich kann das Geräusch der Wellen euch geben. Vielleicht ist es dein Schiff in dieser Welt, was zu deinem Ziel fährt.
Ich würde mal sagen, ich mache hier wieder meinen kleinen Cut und ich danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, macht mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unten den Button drücken und könnt dieses abonnieren. Ich freue mich bei euch auf nächstes Mal bei Nie TV. Wer bist du und wo suchst du dich? Wo suchst du dich wirklich? Suchst du dich draußen oder suchst du dich innen drin in deiner wirklichen Welt? Ich verbleibe wie immer euer Robert Gerhardt.